Rosalie kam zur Welt, ein kleines, zartes Wesen mit weichen, braunen Augen. Doch kaum hatte sie das Licht der Welt erblickt, schien es, als wolle jemand ihr Leben schon wieder nehmen. Sie war schwach, konnte nicht richtig krabbeln, fiel immer wieder auf die Seite. Alexandra, die Tierärztin, die die Hündin zur Welt gebracht hatte, bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die anderen Welpen in dem Wurf waren voller Energie, spielten miteinander und saugten gierig an ihrer Mutter. Rosalie jedoch lag teilnahmslos da, ihre Bewegungen waren schwerfällig, ihre Augen voller Verzweiflung. Alexandra war besorgt. Sie nahm Rosalie in ihre Arme und spürte, wie klein und zerbrechlich sie war. Ihr Herz schmerzte bei dem Gedanken, dass dieses kleine Leben vielleicht nicht lange dauern würde. Doch dann beschloss sie, Rosalie nicht aufzugeben. Sie versorgte sie liebevoll, fütterte sie mit der Flasche und gab ihr Wärme und Geborgenheit. Mit jedem Tag wurde Rosalie ein bisschen stärker, aber ihre Hinterläufe blieben schwach. Sie konnte nicht richtig laufen und fiel immer wieder hin. Alexandra wusste, dass sie Rosalie helfen musste. Sie recherchierte im Internet, sprach mit anderen Tierärzten und fand schließlich einen Spezialisten, der ihr einen Rollstuhl für Rosalie baute. Als Rosalie ihren Rollstuhl zum ersten Mal trug, war es wie eine Offenbarung. Plötzlich konnte sie sich frei bewegen, die Welt erkunden und mit den anderen Welpen spielen. Die Freude in ihren Augen war unbeschreiblich. Alexandra war überwältigt von der Veränderung, die der Rollstuhl in Rosaliens Leben bewirkt hatte. Heute ist Rosalie eine fröhliche und verspielte Hündin. Sie liebt es, durch den Garten zu flitzen, Stöcke zu apportieren und mit Alexandra zu kuscheln. Manchmal versucht sie sogar, sich auf ihre Hinterläufe zu stellen. Es ist ein Wunder, wie stark und lebensfroh sie geworden ist. Alexandra sagt, dass Rosalie ihr gezeigt hat, wie wichtig es ist, niemals die Hoffnung aufzugeben. Rosalie ist ein Beweis dafür, dass auch die kleinsten Wesen ein großes Herz haben und dass es immer einen Weg gibt, glücklich zu sein, selbst wenn das Leben manchmal schwierig ist. Alexandra und Rosalie sind unzertrennlich. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.